Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Gabelstapler-Profi-Irgendwas-Simulator-Gerät. Wir sind bei Mission 4, 2007 Minuten, 4 Zusammenstöße. Das hätten wir beim letzten Mal nicht geschafft. Und was ist die Aufgabe? Wie ich sehe, steht das Chaos in deinem Spind im Lagerhaus in nichts nach. Jetzt musst du in zwei Lagerhallen für Ordnung sorgen. Well, what could possibly go wrong? So, erste Palette. Wir gucken, wo sie hin muss und wie rum sie rein muss. Sie muss natürlich wieder die Länge lang rein, war ja klar. Das heißt, die packen wir erstmal runter. Und dann schauen wir, passt. Dann fahren wir die direkt weg. Ja, mich hat der Ehrgeiz gepackt, dass wir das wirklich einmal in der Zeit schaffen. Die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, ist, was ist denn hier der Karrieremodus? Jetzt können wir da irgendwie Stapler freischalten oder... Weil wir spielen ja Karrieremodus. Wobei sich das mehr nach dem Arcade-Modus anfühlt. Habe ich vielleicht den falschen Knopf gedrückt? Zuzutrauen wäre es mir, ja? So, dann würde ich sagen, das hier ist der nächste Kandidat. Der muss dahin. Ich hoffe, das passt so. Ohne großes Rumräumen. Dann haben wir hier so eine... Wow, Entschuldigung. Dann haben wir hier so eine... Was sind das? Kabeltrommeln oder was? Sieht zumindest so aus. Und auch die können wir doch ohne das was anderes wegverräumen, hier reinpacken. Aber muss die... Ah, passt so, oder? Oh ne, da steht was anderes im Weg. Erstmal. Au! Oh. Okay. Huch! Vier Stück dürfen wir haben, ne? Ja. Gucken wir mal, wo der hin muss. Der muss in die andere Halle. Okay, okay, okay. Na komm. Ich glaube, das mit der Neigung, das verbraucht auch viel zu viel Zeit, oder? Das lassen wir mal. Hälfte der Zeit, Hälfte der Paletten. Na komm. Es wäre schwer zu erkennen, wann der Zinken dann weit genug unten ist. So, jetzt müssen wir irgendwie noch Paletten finden. Die hier sinnlos rumstehen. Da steht noch eine, da merke ich doch schon wieder, die muss anders. 50-50 ist das jetzt. Na. Geh nicht weiter runter, komm.
4 Minuten 41. 7 Minuten ist das Ziel. Dem Garderol Paletten zu geben, auf denen Caution steht, ist auch so eine Sache. Aber komm. Die letzte, das müsste doch die da hinten sein, jawohl. Die haben wir zuletzt gerade reingeschoben. Und wir können es diesmal sogar in der Zeit schaffen. Ich bin ja kein Freund von diesen kompetitiven Sachen, ne? Weil ich das immer so ein bisschen albern finde. Aber irgendwie hat es mich jetzt doch gepackt. Das war jetzt doof, ne? So. Nein. Was machst du? Runter. Habe ich es jetzt damit verkackt? Nee, oder? Ach komm. Wir haben es geschafft. In der Zeit. Und mit genug Fehlern, also mit genug wenig, also ohne, also weiß schon. Eieieiei. 3000, Platz 163 und 217, naja, okay. Ist bestimmt gecheatet, kann ich mir gar nicht das vorstellen. So, eine machen wir noch, Mission Nummer 5. Ein Zusammenschluss, 6 Minuten. Okay. Was will er denn von uns? Lalala, belade den Sattelschlepper. Ich glaube, dass du bereit bist, mein junger Gabelschlepper, meine Güter. Okay, wir sollen jetzt also beladen. Das kann ja gar nicht schief gehen. Ich weiß nur nicht, ob das vorgegeben wird, ne? Also wie rum wir die jetzt da reinfahren müssen. Jetzt müssen wir noch erraten, was wohin muss oder wie. Wenn wir jetzt andere Paletten. Die müssten vielleicht dann danach vorbeifahren oder wie soll das gehen? Außerdem haben wir jetzt schon den einen Fehler, den wir machen durften. Den haben wir jetzt schon gemacht, ne? Ich sag's nur. Wie soll das denn jetzt gehen? Wir müssen doch vorher wissen, wo die hin müssen. Guck mal, die muss vorne hin. Dann lassen wir die jetzt erstmal weg. Ich bin verwirrt. Wie soll das denn gehen? Dann müssen wir jede Palette erstmal antesten. Und gucken, wo die hin muss. Oder was? Was für ein Blödsinn. Die muss in den anderen. I'm slightly confused. Wie das jetzt gehen soll. Vor allem, es hat ja auch nichts mit Formschlüssel im Laden zu tun, wenn wir die mitten drauf packen, ne? Yo, da war's. Also, maximale Punktzahl dahin. Und wenn wir jetzt mit einer Palette die wegschieben, ist das auch wieder weg. Oh nein, ich werde gekloppt. Nee, sowas kann man mit mir nicht machen, das geht nicht.
Komm runter jetzt. So, von der einen wissen wir schon mal, die kommt als letztes dran. Dann schauen wir mal, wo die hin muss. Ja, die muss auch hingehen. Jetzt werden wir mal sehen, wie gut das klappt. Ja, die muss nach ganz hinten. Okay, ja, so geht es natürlich, ne? Wenn die das jetzt so machen, dass man dann an den anderen Paletten theoretisch vorbeifahren kann oder so, dann kann man das so machen. Das geht natürlich. Na komm. So, da vorne war noch an dem Regal, wenn ich es nicht gesehen habe. Da oben auch noch. Oh boy. So, an die kommen wir sowieso von hier nicht dran. Okay, ich bin jetzt offiziell überfordert. So, warte mal. Ja, also mit der Höchstpunktzahl, das wird auf jeden Fall gar nichts mehr. Aber können wir gegebenenfalls auch unsere Ehre retten? Wie? Warum? Ja, nee, so aber nicht hier, Freundchen. Ich will außerdem will ich wissen, warum wir hier wie heißt es? Also was denn hier jetzt Karriere bedeutet? Wir müssen uns ja jetzt irgendwie auch verbessern können oder so. So, wir wissen schon mal, die große. Muss hinten durch, da können wir die als erstes nehmen. Ah, da war schon der Unfall. Ah, nein! Es läuft gerade nicht. Nein, ich wollte das nicht extra. Mann! Jetzt sind wir die ganze Zeit so gut gefahren und jetzt so ein Scheiß hier. Mann! Das ist auch... Jetzt komm, jetzt nochmal hier. Los geht's. Er wird schon die gerne als erstes nehmen, weil die muss ja hinten durch. Ne? Wissen wir ja.
Da war der Unfall. Jedes Mal dieser Scheiß. Ja, wieder kein Bonus. Mann, ich dreh durch. Wie soll denn das auch gehen hier? So. Das geht ja gar nicht. Alright, jetzt aber nochmal mit der Ruhe hier. So. Sag mal. Das ist doch eben nicht passiert, wenn wir es runtergelassen haben. Ich will nicht mehr. Komm. Ja, ein Zusammenstoß. So, pass mal auf. Jetzt reicht mir das hier. Räumen wir erstmal so auf, dass wir hier gut rankommen. Idealerweise ohne Unfall zu bauen. Jetzt sind es andere Sachen. Na gut, aber es geht wahrscheinlich darum, dass es eine große, hohe Palette ist. Gut, es war kein Unfall. Sag mal. Das ist doch irgendwie, ne? Das war der Unfall. Das dürfen wir keinen mehr machen. So. Wie soll man denn das in der vorgegebenen Zeit schaffen, wenn man vorher nicht weiß, wo die Paletten hin müssen und so? Ist mir jetzt gerade voll das Rätsel. Am dran sein. Dann auch ohne Seitenhub hier, ne? Wo gibt's denn sowas? Komm. Hallo? Ich will die nicht runterlassen. Der lässt sie nicht runter. Der lässt sie nicht runter. Das Spiel cheatet. Guck, ich lass die runter. Fahr zurück. Bleib hängen. Ja, keine Ahnung, wie ich das machen soll. So. Das sieht ja fast perfekt aus, ne? So, dann kam, glaube ich, die hier. Sehr gut.
Kameratechnik habe ich auf jeden Fall auch im Griff. Und dann müsste die hier kommen. Ah ne, die kam da rein. Oh, diese ganzen Kollegen, ne, die hier immer die ganzen Paletten haben stehen lassen, ne? So. Und dann haben wir jetzt hier hinten noch welche. Einmal die. Ist ja auch wieder so eine lange. War die hinten durch? Das war hier die letzte. Ja, dann ist der eine, dann haben wir den einen Auflieger schon mal beladen in 5 Minuten 40, immerhin. Aber mit zwei Umfällen halt, ne? So, die andere stand hier noch, ne? So, gucken wir mal. Wo auch immer die muss hier ganz am Anfang. Weiß nicht, soll man die schon da reinsteppen? Wir müssen jetzt mit einer noch ganz hinten durch. Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, da holen wir jetzt noch die andere. Wo auch immer die ist. Da ist sie. Ah. Wow. Ich dann auch irgendwie so, wenn man zu viele Unfälle baut. Das war ja gerade auch wieder keine Absicht. Das passiert halt dann irgendwann, ne? So. Ich glaube, diesmal schaffen wir es ohne Riesenunfall und noch halbwegs guter Zeit. Ne? Also 8 Minuten irgendwas. Dafür, dass wir jetzt die Paletten nicht auswendig gelernt haben, immer noch nicht. Weil 6 Sachen merken kann ich mir nicht. Das bin ich einfach so doof zu. So. Oh Mann, Ezio! Denn das? So, jetzt noch die passend schieben. Und ich würde sagen, dann haben wir die Mission bestanden. Da gucken wir den Stapler parken. Da vorne. Perfekt.
Oi, 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 oi. So, das ist jetzt die Karriere, oder was? Aber immer noch 2.500. Ja. €104, gar nicht mehr so schlecht. Alright, jetzt bin ich mal gespannt. Glückwunsch, du hast den Ort Versandzentrum freigeschaltet. Okay. Zufällige Mission. Ah, okay. Ja, dann würde ich sagen, das gucken wir uns an in der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. So sieht also die Karriere aus. Da würde ich sagen, das schauen wir uns nochmal an. Ja, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.